So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 17. Und ja, erstmal, bevor die Folge anfängt, es könnte sein, dass sie etwas später heute kommt. Ihr seht, 18.13 Uhr nehme ich auf. Ich nehme tatsächlich 40 Minuten, bevor die Folge online gehen soll, nehme ich die Folge auf. Ja, ist ein bisschen, keine Ahnung, ich bin heute einfach nicht dazu gekommen. Dann als nächstes, ey, unfassbar krass, wie viele Spieler ihr mir einfach sagt, die interessant sein könnten. Ich habe die jetzt alle ins Blickfeld genommen. Wir werden uns dann bis zum Winter, denke ich, werden wir die alle gescoutet haben. Das sind ja noch ein paar Monate bis Januar. Ich denke, in den paar Monaten kriegen wir die alle gescoutet und dann werden wir uns im Winter, werden wir uns damit beschäftigen, welchen Spieler wir uns holen. Ja. Dann eine andere Sache, ich habe die Taktik geändert. Ja, ich habe die Taktik vom, mir fällt der Name gerade nicht ein. Entschuldigung, aber jemand hatte mir eine Taktik gesagt und, oder gesagt, dass ich sie mal ausprobieren könnte und ich habe sie jetzt einfach mal so übernommen, wie sie da drinne stand und, ja, gucken wir mal. Vielleicht läuft es jetzt besser mit der Taktik. Kann ja sein. Ne? Ich nehme das gerne an. Wenn ihr Taktiken habt oder so, dann gerne. Natürlich. Ist über Interesse verärgert. Ja, Marcel Risse ist über Interesse verärgert. Ja, es interessiert mich eigentlich wenig. Mavrei hatten wir verkauft. Ja, der wechselt zu den Wolves. Da kriegen wir nochmal 1,7 Millionen. Finde ich okay. 1,7 Millionen können wir gut gebrauchen für den Winter noch, dass wir uns vielleicht zwei neue Leute holen. Noch für die Verteidigung, vielleicht Rechtsverteidigung, ne? Hat da auch jemand geschrieben. Dann könnten wir Höger nämlich ins defensive Mittelfeld tun. Wir haben aber auch noch Olkowski. Wir könnten auch halt Olkowski hier spielen lassen. Aber, na, Höger ist halt im Moment die bessere Variante. Aber können wir auf jeden Fall machen, dass wir uns dann noch jemanden für die rechte Verteidigung holen. Und dann Höger ins Mittelfeld lassen, weil Lehmann kommt wirklich langsam in die Jahre. Ist, glaube ich, sogar der Älteste bei uns. Neben Marot. Marot übrigens wieder fit. Aber Sörensen und Heinz haben sich mittlerweile in der Innenverteidigung so festgespielt. Wird, glaube ich, schwierig für Marot, da dann nochmal hinterherzukommen. Ja, wir haben heute den Pokal vor uns. Gegen 1860 ein Sieg ist Pflicht auf jeden Fall für uns, ist aber, wie wir in der letzten Zeit gesehen haben, bei unserem Pech momentan, das wir einfach haben, muss man halt gucken, ob es dann wirklich reicht. Es muss eigentlich reichen, wir müssen das heute machen. Wenn wir es nicht machen, also wir gehen da heute in die Partie rein, wir können eigentlich, wenn wir verlieren heute, dann wird es richtig bitter, finde ich, weil wenn wir jetzt aus dem Pokal rausfliegen, gegen 1860, dann ist das schon ziemlich ekelig, ja, will ich mal sagen. Wir machen gerade mal eine andere Aufstellung und dann wieder die hier von Köln, damit auch die zweite Mannschaft mit der neuen Taktik spielt. Machen wir mal schnell auch die zweite Mannschaft so wie die erste, dass die halt mit der gleichen Taktik spielen. Ist dann halt ein bisschen berechenbarer, ne, wenn erste und zweite Mannschaft, hier weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, das war alles auf 50. Flankenhöhe, das hier auf 50 und das hier auf 50. Ist wohl ein Textmodus-Taktik, wie ich das mitgekriegt habe. Ja, ich bin mal gespannt, wie die funktioniert, die Taktik, aber wir werden es ja jetzt sehen. Im Spiel dann gegen 1860. Und wir gehen heute so rein, ja, wir machen mal, Bittencourt kriegt heute seine Pause, rausspielt, nachdem er sich im letzten Spiel so schnell verletzt hatte, hoffe ich, dass er es heute nicht tut, dass er heute durchhält. Und ja, dann würde ich sagen, reden wir noch kurz mit unseren Leuten, weil irgendwie, ja, du gehst ja sowieso, ne, Marot möchte wieder fit werden. Du hast gut trainiert, Mavrei, ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Ja, der geht ja dann im Winter, der kann die Sprache, kümmern sich um Nascimento, den können wir eigentlich auch mal gucken, dass wir Nascimento wegbekommen. Risse muss vor dem Tor cleverer werden, Hector brauche ich in Topform eigentlich, ja, zu denen können wir eigentlich sagen, du hast gut trainiert. Ich hasse das, wenn man das nicht mehr sagen kann. Dann reden wir halt nur mit denen, wo wir genau wissen, dass es Pluspunkte gibt.
Ja, 120 Teamdynamik, das ist auch schon mal wichtig. Golovin werden wir keine Leihe anbieten. Ich verstehe einfach nicht, warum wir Rudnevs nicht sagen können, dass er seine Ziele runterschrauben soll, weil ohne Witz Torschützenkönig Rudnevs, nein. Ist doch ein bisschen unrealistisch, finde ich, das Ziel für ihn. Golfen können wir nicht mehr, Jugendmannschaft können wir kurz mal machen. Er bekommt einen neuen, er bekommt mal Maro. Noch jemand? Gut. Ach, ich muss hier noch die ganzen Mentoren vergeben. Mache ich aber später, mache ich auf Cam dann die ganzen Mentoren zu vergeben. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im Spiel gleich gegen 1860. Und ja, mal hoffen, dass wir heute weiterkommen. Bis gleich. So, Leute, willkommen zur zweiten Runde des DFB-Pokals. Und ja, wir spielen heute gegen 1860. München, in München. Müssen wir gucken, wie es heute wird. Na, wir spielen heute mit der neuen Taktik. Höger hindert Lindl erfolgreich am Flanken. Hätte gefährlich werden können. Müssen wir heute echt gucken, wie das wird. Ecke von Lehmann. Jan Zimmermann fliegt am Ball vorbei. Jujic kann den schwierigen Ball nicht kontrollieren. Ah, Direktabnahme geht übers Tor. Oder am Tor vorbei. Schade. Aigner kann sich rechts gegen Sörensen durchsetzen. Schießt trocken aufs kurze Eck. Horn ist rechtzeitig im bedrohten Eck und fängt die Ecke. Also fängt sicher. Ui. Also gerade wirklich 1860 irgendwie am Drücker. Bönisch kommt am zweiten Pfosten zum Abschluss, ist aber zu überrascht, hämmert den Ball auf unglaubliche Weise 2 Meter übers Tor. Also wir sind gerade etwas schwächer. Also 1860 kriegt hier die besseren Möglichkeiten in den ersten Minuten. Raus schießt Perenjay an, holt einen Eckball raus. Lehmann wieder mit dem Eckball. Schwieriger Kopfball für Modest. Torwart geht auf Nummer sicher. Lenkt den Ball über die Latte drüber. Nochmal Eckball. Der Ball landet bei Jojic. Zielt aus relativ spitzem Winkel ab. Der Ball streicht etwas übers Tor drüber. Schade. Also, im Moment würde ich sogar sagen, dass 1860 die besseren Chancen hatte. Oh Gott. 1-0 1860. Das geht so nicht, Leute. Echt nicht. Was ist denn da los, ey? Mit der Mannschaft. Also die neue Taktik ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe die schon ausprobiert und eigentlich alles damit gewonnen. Aber irgendwie soll es bei der Köln-Karriere gerade nicht klappen. Ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie sehr komisch. Da kam 66% unserer Angriffe über die rechte Seite. Jojic legt den Ball sich zurecht, läuft an. Zimmermann pflückt den Ball aus der Luft. Risse lässt sich im gegnerischen Strafraum zunächst nicht vom Ball trennen. Holt dann gegen Bülow einen Eckball heraus. Eckball von Lehmann. Scheint der nächste einen Tick zu weit. Dann kann Zoller ihn unter Kontrolle bringen. Schnellen Haken verschafft er sich Platz, zieht sofort ab und passt präzise unten ins Eck. Der Ball. Jawoll. 1-1. Weiter so, Leute. Zoller. Heute mal mit seinem Auftritt. Ja, kriegt man einen Stammplatz. Zoller. Hat er sich mal verdient. Timo Horn rempelt bei einem Abschlag von Karim Mabmur. Beim Abschlag Karim Mabmur noch einmal an. Ja. Wow. Ja, da sind wir zurück. 1-1.
Ist aber nicht so das Ergebnis, was ich mir erhofft habe. Aber 1860 München ist ja jetzt auch keine schwache Mannschaft. Aber da muss mehr von unserem Mittelfeld kommen, auf jeden Fall. Die haben momentan nicht so gute Noten. Naja, lassen wir unseren Co-Trainer mal motivieren. Der motiviert auch genau die richtigen Leute. Deswegen mache ich das nie selber, weil der Co-Trainer, der macht eigentlich immer das genau das Gleiche, was ich auch machen würde. Komischerweise. Als wüsste er genau, was ich machen möchte. Ja, auswechseln würde ich jetzt momentan auch noch keinen. Ne, vielleicht in der zweiten Halbzeit, dass wir gucken. Bittencourt müsste ich momentan sowieso schon, deswegen wird Rausch auch, denke ich, durchspielen. Gucken wir mal. Wir haben Bittencourt nur dabei, falls Rausch sich wieder verletzt. Oder irgendein anderer sich verletzt, ne? Und wie jemanden brauchen. Gehen wir in die zweite Halbzeit, gucken wir nach. Also schauen wir, was passiert. Wir haben uns ja gut zurückgekämpft, eigentlich. Lindl legt sich den Ball zurecht, täuscht einen Schuss an, passt stattdessen zu Aigner, der stand aber am Abseits. Eieiei. Sechzigste Minute, wir lassen unsere Leute mal aufwärmen. Auf der Bank. Und gerade kommt rein für Karim Matmur. Ja, die Noten in der Mannschaft sehen jetzt nicht so gut aus bei uns. Also das geht auf jeden Fall besser. Wir werden jetzt gleich mal... Ja, ich denke, wir werden Zoller auswechseln. Dafür bringen wir dann mal Gyrassi rein. Machen wir den Stürmerwechsel. Gyrassi hat ja eigentlich immer gut getroffen. In der letzten Zeit. Dann bringen wir vielleicht noch Golovin. Ja, der hat ja auch eigentlich immer recht gute Spiele gebracht. Dass wir gucken, dass wir unsere Offensive... Ja, 1860 hat auch nur offensiv gewechselt. Dem begegnen wir, denke ich mal, mit Gleichem. Ja, wechseln wir mal einfach aus. Jujic, dafür kommt dann Golovin rein. Ich hoffe, Gyrassi packt jetzt nochmal so einen Hammer aus, dass er nochmal ein Tor macht. Hector wird langsam müde. Ja, unsere Außenverteidiger müssen jetzt ziemlich viel laufen. Mit der neuen Aufstellung, mit der neuen Taktik. Rausch auch wird langsam müde, aber es geht ja auch aufs Ende vom Spiel zu. Deswegen, die können langsam müde werden. Ruhig. Andrade tropft plötzlich alleine vor Horn auf. Doch statt selber zu schießen, schlägt er noch einen Haken und vertändelt die Chance zum Glück. Leute, Leute, Leute. Das ist echt nicht so das, wo es eigentlich hingehen soll. 1-1 gegen 1860. Wir haben dieses Spiel aber auch kaum Chancen. Also wir hatten mit der anderen Aufstellung, also mit der anderen Taktik hatten wir auf jeden Fall, was mir jetzt direkt auffällt, mehr Chancen. Die wir aber nicht gemacht haben. So, das heißt, es kommt eigentlich aufs Gleiche raus. Unser Mittelfeld ist ziemlich müde. Wir werden mal gucken, dass wir... Höger auswechsel, also Höger bringen wir dann mal ins defensive Mittelfeld und wechseln dann, nein, Lehmann nicht für Mavrei, sondern für Olkowski. Höger hat sich auch eben nochmal die gelbe Karte geholt. Machen wir unseren dritten Wechsel kurz vor Ende, 2 Minuten Nachspielzeit. Wenn wir jetzt nicht noch was reißen, dann gibt es Verlängerung. 90 Minuten sind um. Wir sind in der Verlängerung. Heieiei. Heieiei. Jetzt geht's wahrscheinlich über die... Jetzt geht's über die Ausdauer. Hector setzt sich links außen in die Mitte, überspurtet den Rechtsverteidiger. Hector macht das 1:2. Wow. Weiter so. Hector macht es einfach. Er läuft einfach, er sprintet einfach. Gangart von 1860 wird rauer. Weiter Abschlag von Jan Zimmermann. Höger will elegant per Volleyschuss wieder zurückbefördern. Produziert dann einen Querschläger. Andrade hat den Braten gerochen, schnappt sich das Leder, stürmt alleine auf Horn zu. Schiebt den Ball an ihm vorbei ins Tor. Das kann doch nicht wahr sein.
Oh! So eine Scheiße! Ja, wir wirken müde, ist ja auch schon Verlängerung. Sieht nicht besser aus bei 1860. Boah, meine Güte. Hector flankt von der Torauslinie links auf den Fünfer. Rodney wird das Leder ins eigene Häuse. Lenkzimmer, Fische, Kugel mit Blitzaktion aus dem Winkel. Warum haben die nicht auch mal so ein Pech? Das nervt mich langsam echt. Ohne Witz. Weißt du, machen wir schon den Führungstreffer und dann kassieren wir wegen so einer Scheiße. Es nervt. Erste Halbzeit der Verlängerung ist rum. Hector, bei Hector geht es langsam echt an die Substanz. Stefan Aigner flankt von rechts. Innen ist Sucalo völlig frei. Jagt den halben Meter drüber. Bülow geht da etwas plump in den Zweikampf. Bringt Gyrassi zu Fall. Zeigt weiterspielen an der Schiri. Was ist denn mit Höger los? Ey, Höger macht nur Scheiße gerade. Ist ja unglaublich. Ecke von links, kommt ein Tick zu hoch für Ribamar. Geht knapp über das Tor. Ist ja unglaublich, ey. Pünktlich Schluss, ja, Elfmeterschießen haben wir jetzt. Ich hoffe, ich habe die Einstellung drin, dass ich Elfmeter nicht selber schieße, ja. Gut. Sehr gut. Ja, wir sortieren. Oh, Modest ist ziemlich gut im Elfmeter und danach wird es eigentlich schon ziemlich mies, aber naja. Gucken wir. Oh Gott, ey, jetzt ist es Elfmeterschießen. Jetzt ist es pures Glück, was wir haben. Also wir haben. Boah, was. Ich finde da gar keine Worte für, ne? Weißt du, dann machen wir den Führungstreffer und dann baut Höger so eine Scheiße und. Oh. Also im Moment soll es echt nicht sein. Erstes Tor von 1860. Michael Lindl. Elfmeter, Modest, Tor. Uiuiui. Boah, aber was, wie die Mannschaft einfach an die Substanz gehen musste jetzt schon wieder, ne? Nächster Elfmeter, Tor. Bönig macht ihn auch rein. Also es war heute aber auch keine gute Leistung der Mannschaft, das muss man einfach sagen. Also vom Modest eigentlich schon, der hat eine ziemlich gute Note gehabt jetzt. Marcel Risse läuft an. Und Zimmermann hält. Ah! Oh. Noch ist nichts vorbei, aber es sieht schlecht aus. Ja! Ha! Ha! Jetzt ist wieder ausgeglichen. So, komm. Wenn 1860 die jetzt schon vorbei macht, dann müssen wir jetzt das aber machen. Kommt schon, Leute. Kommt schon, bitte. Tut mir das nicht an, in der zweiten Runde im Pokal rauszufliegen. Ich meine, das haben wir mit Dortmund auch geschafft. Höger läuft an. Das ist ja eine richtige Gala heute von Höger, ey. Ja, natürlich trifft er jetzt. Oh, Höger, ey. Ich vergrab dich bitte. Puh. Scheiße, ey. Oh Gott. Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Ich nenne die Folge die Höger-Gala. Gyrassi läuft an. Ja, wenn 1860 den jetzt reinmacht, haben wir verloren. Jetzt zählt's. Wenn sie den jetzt machen... Dann ist vorbei. Tor. Ja, das war's. Ja, also ich würde sagen, wir haben das Spiel verloren aufgrund von Höger. Also ganz ehrlich, Höger war am 2:2 schuld, weil er den scheiß Volley nicht getroffen hat, weil er da nicht auf Nummer sicher gehen wollte, sondern den per Volley wegschießen wollte.
Und dann verschießt er auch noch einen Elfmeter. Also, das war heute echt nicht Hügers Tag. Und, oh Gott. Oh Mann. Hätte ich Lehmann mal drinnen gelassen. Ja. Was soll man sagen? Wir sind rausgeflogen im Pokal. Das nervt mich unglaublich. Aber was will man machen, ne? Woran hat die Lehen? Ich kann nicht sagen, woran die Lehen hat. Es war Höger. Heute, auf jeden Fall. Gut, gehen wir nach Bericht. So, Leute, was geht? Ja, wir sind rausgeflogen. Modest hat heute ein gutes Spiel gemacht. Der Rest war eigentlich nicht so wirklich gut oder Durchschnitt. Bei 1860 sieht es nicht anders aus. Jan Zimmermann war sehr gut. Hat ein paar Dings gehabt, ein paar Möglichkeiten. Wir waren eigentlich überlegen. Chancen hatte 1860 sogar mehr als wir. Ballbesitztechnisch waren wir auf jeden Fall überlegen. Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben es verdient, nicht weiterzukommen. Ja, ganz einfach. Das war heute nicht unser Tag, war nicht unser Spiel, überhaupt nicht. Ja, da ist halt dann mal Höger, hatte echt keinen guten Tag. Und dadurch, dass wir jetzt rausgeflogen sind, ja, geht natürlich hier das auch wieder runter. Und wir sind ziemlich im Arsch mittlerweile. Und jetzt als nächstes kommt sogar noch Gladbach. Also wir brauchen gegen Gladbach jetzt auf jeden Fall einen Sieg. Ja, also sonst sehe ich langsam schwarz hier. Wir sind echt mies drauf. Ich bin echt ratlos auch mittlerweile. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. So. Bei der neuen Aufstellung tut sich eigentlich nicht viel. Ja, was, wir lassen heute mal Hector schonen wir mal. Obwohl, wir können nicht auf Hector verzichten, nein. Wir können auf keinen Fall auf Hector verzichten. Höger, dafür spielt Olkowski. Höger kann mir jetzt mal am Arsch lecken. Geht jetzt mal auf die Bank. Der hat echt kein gutes Spiel gemacht jetzt im Pokal. Mladenovic ist leider noch verletzt. Utnefs. Ja, wir lassen mal wieder Gyrassi spielen anstatt Zoller. Oder lassen wir Zoller spielen. Oder Osako. Ne, lassen wir mal Gyrassi spielen. Ja, müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir gegen Gladbach mal wieder einen Sieg reinholen. Sonst wird es echt langsam kritisch, was das Ganze angeht. Weil in der Liga stehen wir auch nicht wirklich gut da. Da sind wir Elfter jetzt mittlerweile. Ja. Gladbach ist aber hinter uns. Die spielen auch überhaupt keine gute Saison. Haben jetzt auch viermal hintereinander verloren. Unentschieden zuletzt. Also genau eigentlich wie wir. Oder? Ja, wir machen eigentlich so ein... Ne, so unentschieden verlieren, unentschieden verlieren. Das ist also nicht so gut. Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall noch Potenzial. Wir haben ganz viel Potenzial in der Mannschaft. Wir müssen es nur abrufen. Mavrei ist überhaupt nicht gut drauf. Der kann mich mittlerweile auch mal. Ja. Gut. War nicht so guter Tag heute. Kann man nichts machen, muss man drüber hinwegsehen. Naja, jetzt müssen wir uns auf die Liga konzentrieren. Und vor allen Dingen müssen wir uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir gegen Gladbach eine gute Leistung, eine bessere Leistung wie gegen 1860 an den Tag legen. Sonst, ja. Naja, gut. Gehabt euch wohl. Schönen Tag euch noch. Ja. Es muss Besserung her, auf jeden Fall. In dem Sinne, bis dann. Danke fürs Zusehen.